Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Diablo 3 mit mir, dem Buddha. So, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Finde den Friedhof der Verlassenen. Nee, was? Findet den Friedhof der Verlassenen im Hain des Wehklagens. Waren die da nicht schon? Hatte ich da nicht aufgehört? Wo muss ich denn jetzt hin hier? Wir sind doch in der letzten Folge hier lang gelaufen, oder nicht? Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration. Und dann bin ich, glaube ich, hier oben lang. Erzähl es niemandem, aber ich habe ein paar neue Waren, die du unbedingt. Hain des Wehklagens. So, gut. Hier haben wir letztens so viel gehört. Wir beschwören erstmal unsere Hunde hier. Ich habe Angst im Dunkeln. So, hier ist erstmal nichts. Klicke die Klack. Wir klickern uns durch Dings hier. Geht schon mal gut ab hier. Muss mich erstmal wieder rinfinden hier. Erfahrungsbonus. Was? Dieser Felsklumpen hat nichts. Die Geister segnen mich. Braucht mehr Zeit. Das läuft doch schon mal. So, Fertigkeiten. Zombiehunde, haben die nichts? Hier ist was neu. Achso, da hatten wir ja die. Ach nee, hier, was ist denn das hier? Die Runen. Fertigkeitsrunen. Entfernt die Mana-Kosten und erhöht die Verlangsamung der Gegner. Okidoki. Annehmen. Jawohl. Hab ich hier schon was? Ja, guck mal hier. Verschießt mehrere Giftpfeile. Alter Bruder, was machst du denn? Warum hast denn du das vorher nicht gesehen? Oh. Oh, this is very good. This is very, very good. Massaker 18 getötet. 1,5 Erfahrungsbonus. Ich finde es immer wieder lustig, wie sie den Speer in der Hand hat, der einfach mal nichts macht. This is very, very good. Diese Kreatur muss sterben. Ich brauche mehr Zeit. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, Junge. Ach, Mädel. Oh, was ist ja hier? Vortex. Neue Zeugs hier. Wir haben 25 getötet. 52er Schild, Alter. Wir haben vorher 8 gehabt. Na holla, die Waldfee. Was ist das hier? 16. Natürlich, ein neues Gürtelchen. Für mich. Für unsere Malama. Hier haben wir noch Der Geist seines Lehrlings ist jetzt im ungeformten Land. Ich muss es Hedwig Simon sagen. So, da haben wir jetzt den Lehrling gefunden. Ah ja, war ja klar, dass der tot ist. Was ist das? Ruhm der Nephalem. Ihr bewegt euch schneller. Okay. So. Mal hier ein Stück runterwatscheln.
Maul jetzt! Na los! Greifen die von hinten an. Falls einer fragt, ich habe Spiel Schwierigkeitsgrad normal, ja. Ich weiß nicht. Fallen mir irgendwie so ein bisschen schnell um, aber ich will jetzt hier nichts drauf beschwören, ja. Ich bin hier Diablo 3 Neuling oder Diablo an sich Neuling und werde den Spielstand oder den Schwierigkeit so lassen. Weil nicht, dass ich nachher Probleme kriege. Ihr sterbt! Noch nicht bereit. Aber die Hunde fetzen. Die fetzen richtig dolle. Jetzt krieg ich wieder dieses, ja, krieg an. So, Alter, wie groß ist denn die Karte? Hab ich hier mal ein M? Ja. Nee. Achso, ich muss ja hier drücken, ne? Ja. Auf die Tab-Taste. Hier kommt euer Tod. Hier kommt Alex. Den Heilbrunnen brauche ich jetzt nicht. So, wenn wir uns mal nach unten begeben. Die Hunde fetzen, Alter. Die Zombie-Hunde. Roter Dorfbewohner, Alter. Die haben es aber auch nicht leicht hier, wa? Oh, ja, wie wird da was eingesammelt? Yeah! Hier kommt euer Tod. Ist ja richtig was los hier. Oh, der hatte Gold dabei. Ist mal schön ausgemerzt, alleine schon. Da ist noch diese Kreatur muss sterben. Oh, was ist denn hier los? Die Geister sind mir wohlgesonnen. Alter, wir sind schon Stufe 8. Wir waren gerade Stufe 7 geworden. Junge, so schnell kommen wir ja nicht hinterher. Oh, wir haben neue Klamotten. Oh, neuer. Oh, in Rot. Guck mal, da siehst du so ja die Nippel. Ist das ein, sieht aus wie angemalt. Wie heißt das hier? Body Painting. Dann zieh mal an hier. Zeig mal her hier dein. Warte mal. Ah. Nee, ist nicht angemalt. Hier siehst du die Nippel nicht. Oh, ganz schöne Bauchmuskeln hat die Jute, oder? Und hier die Oberschenkelmuskeln. Aber dünne Arme. Na, haben wir wieder Bauchbeine-Po gemacht? Aber die Oberarme weggelassen. Naja. So, wir wollten ja noch weiter gucken. Was habe ich denn hier noch? Ein Beinschutz. Naja. So, da haben wir ja noch ja nichts von. Den Brusthalter haben wir schon angezottelt. So, 6. Den hatten wir ja schon. Gut. Passt der nicht mehr hin. Okay.
Haben wir jetzt hier noch irgendwas neu? Hier ist was neu. Ja, das hier. Zombiehunde kanalisiert die Schrecken des ungeformten Landes und jagt so Gegnern in der Nähe Angst ein. Nick bleibt bei den Hunden. Bis ich hier was Besseres finde. Was gibt denn hier eigentlich noch hier? Verlasst euren physischen Körper und betretet die Geisterwelt, um schneller fortzubewegen. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Verhexen, beschwört einen. Was, einen Fetisch-Schamanen? Der Gegner in Hühner verwandelt. Nee. Ich meine, das hört sich ja lustig an, aber... nee. Oh, hier unten ist was hier, so ein Eingang. Höhle der Gefallenen. 15 Minuten haben wir schon runter. 11. So, dann wollen wir mal hier rangucken. Höhle der Gefallenen. Ebene 1 vor allen Dingen. Ein echter Volltreffer. Alter. Die sind so fett, ja. Die kommen noch nicht mal hoch. Boah, guckt euch mal die Viecher an, Alter. Boah. Ja, die Atmosphäre ist ja schon... Ist hier schon ein bisschen... Ist hier schon geil. Oh, warte. Nein. Ach, verdammt. Doch, jetzt zurück. Wir hatten neues Wissen. War das hier? Nee, wo waren das da? Nee, halt. Hier neben war das. Neutristram hatten wir schon, ja. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Eine ausgewachsene Fledermaus. Durch dunkelste Magie verwandelt. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. Oh. Aasfresser, Aasnester. Das hatten wir schon, ne? Ja, ich glaube. Das hatten wir noch irgendwie da. Ja. Oh, hier ist eine Truhe. Boah, Truhen. Da haben wir hier neue Zeugs gekriegt. Oh, neue Schuhe. Neue Schüchen. Guck mal, mit grün dran. Oh, wie sieht's aus? Oh, ja, guck mal. Oh, guck mal. Guck mal. Ist sie nicht hübsch? Haben wir hier? Nur ein Knochen hier. Oh, mit Hörnern dran. Ist das der Schädel selbst oder was ist das? Verrotteter Schamane der Gefallenen. Hat ja auch nichts. Alter, hier ist der hat nichts. Boah, wie mies. Die hätten uns ja wenigstens ein bisschen was geben können hier, weißt du? Immerhin haben wir uns hier in die Höhle gewagt. Ich freue mich schon auf den Kampf. Schon tot. Ja.
Ihr sterbt! Da hat er immer noch nichts dabei. Warte mal, habe ich schon was Neues eingesammelt? Nee. Das ist ja all. Da hat er ja auch nichts dabei gehabt. Die Behauptung, den er. Schieß doch mal in die Vier, Alter. Boah. Kommen wir hier unten lang, wa? Ja. Siehst du? Jetzt haben wir das. Sehr gut. Gut. Dann merken wir nach oben. Hier waren wir schon. Voll die Atmosphäre hier. Brunnen der Reflexion. Erfahrung um 25% erhöht. Geil. Da kommen ja keine Hände mehr vor. Oh, wir sind schon durch. Oh, Ebene 2. Wie eben denn das wohl lebt? Schreien der Raserei. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Oh, geil. Truhe. Ja. Nur Money. Schon total abgefahren hier. Gib noch mal alles, oh, ich stehe hier in dem Gift hier, kann das sein. Was haben wir denn da gekriegt? Schwertchen, 8,4. Das ist das, was wir haben, besser. Hier haben wir so 11-Hand, aber 11,0, aber ist eine 2-Hand. Das brauchen wir eigentlich nicht. Warte mal, hier haben wir eine 19. Hier haben wir plus 9 Stärke. Hier haben wir plus 7 Vitalität. Was ist eine Vitalität? Das war, glaube ich, hier, oder? Leben? Ich glaube, das ist hier die Ausdauer. Vitalität müsste Ausdauer sein. Lass mal hier den nehmen wegen der Erfahrung. Getötete Gegner gewähren plus 2 Erfahrung. So können wir noch ein bisschen schneller leveln. Gehen wir mal aufs Leveln. Oh, wir müssen hier lang. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Ich gucke immer auf mein Handy wegen der Uhr, aber ist ja keine Uhr an. Alter, ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, meine Uhr ist ja jetzt da oben. Jetzt haben wir hier neue Sachen gekriegt. Oh, gelb. 14 plus 5 Vitalität, Angriffsgeschwindigkeit um 2% erhöht. Sekundär. Oh, jawohl. Jawohl. Ah ja, also guck mal, seltener Dolch. 16,5. Plus 3 bis 4 Kälteschaden. Plus 1 Chance bei Treffern, 11% Flächenschaden zu verursachen. Ja, wir machen ja Flächenschaden mit unseren Dings hier. Oh, vorhin erst ihn gefunden. Eieieiei. Bruder, was hast du denn da gefunden? So. Ein deswegen. Ah, wir waren bloß 2 Ebenen. Okay. Sehr schön. Na, das war doch mal ein toller Ausflug.
Wie hieß das Ding hier? Höhle. Höhle der Gefallenen. Warte mal, werde ich mir mal aufschreiben. Höhle der Gefallenen. Schön. Also mir macht das Spiel ja richtig Laune. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das geht richtig ab hier. Was, wie heißt der? Reude? Der hat die Reude. Irgendwas haben wir gerade aufgesammelt. Überlege, war den Spielstand vielleicht doch ein bisschen... Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen. Nicht, dass das hier... nachher zu leicht ist. Andererseits sieht es mir ja mehr oder weniger um die Geschichte. Die Geister leiten mich. Spiel ja gerne so Spiele. Erstmal auf dem halbwegs normalen Spielstand durch. Damit wir das erstmal wegen der Geschichte, wisst ihr? So, was haben wir denn hier? Seelenernte. Was ist denn Seelenernte, Freunde? Entzieht euren Gegnern die Lebenskraft, um 30 Sekunden lang eure Intelligenz zu erhöhen. Alter. Stell dir mal vor, du hast dann so, wie ist denn los? Und siehst dann so dumme Menschen, die dann völlig doof sind. Denen entziehst du die Lebenskraft und du wirst immer intelligenter. Oh. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Auf jeden Fall. Spinnen können wir jetzt zur Sprungspinnen. Werft ein Gefäß mit Sprungspinnen. Ich will aber keine Sprungspinnen. Gut, das hätten wir ja schon mal. Hier haben wir ja auch irgendwas eingesammelt, aber ganz ehrlich, ne, komm hier. Willst du damit? Ich habe aber was viel Besseres gefunden, Mann. Kann man hier eigentlich wieder, wenn ich jetzt sage, ich... Hier klicken, um die Schwierigkeitsstufe auf schwer zu erhöhen. 75% mehr Gold, 75% mehr Erfahrung. Das Spiel ist zurzeit auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe. Normal ist das... Ist das niedrigste? Warte mal, ich mach mal hier. Komm, wir machen mal. Okay. Sind Sie sicher, dass Sie die Schwierigkeitsstufe erhöhen wollen? Ja, mach mal auf schwer. Die Schwierigkeitsstufe dieses Spiels kann nicht mehr geändert werden. Warum nicht? Ach du Scheiße. Ich hoffe, das kann ich nicht... Nee. Seid verflucht! Ja, kann man. Sie können die Schwierigkeitsstufe nicht weiter erhöhen, ohne ein neues Spiel zu erstellen. Ist aber auch doof, dass ich das nie runternehmen kann, wa? Alter, hier liegt noch einer drinne. Junge, Alter. Hängst du hier so rum? Zeit für eine Herausforderung. Oh, okay. Der Loot hat sich schon mal erhöht oder war das sowieso hier loot-technisch so vorgesehen? Leute, wer ist denn der hier, Alter? Wer bist denn du? Auf jeden Fall hat er Geld dabei. Kommt mir manchmal so vor. Oh, neues Wissen. Moment. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf. Und sind nun bereit, alles niederzumähen, das atmet.
Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. So, Freunde, an der Stelle werde ich jetzt erstmal Schluss machen für heute. Wie gesagt, ja, mal kicken, wird schon werden. Mein Gott, was kann schon passieren, außer ständig sterben? Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell jetzt sterben. Schwer ist schon okay, würde ich mal einfach behaupten. Ich hoffe, dass ich hier nichts falsch gemacht habe. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.